Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Und damit willkommen bei einem neuen Spiel, einem neuen Let's Play, einem neuen Gruselabenteuer. Und zwar zu Dying Light. Ein Spiel, was ich glaube eine Zeit lang, ich glaube es war aber auch nicht lang, aber ich bin mir da nicht 100% sicher, könnte auch sein, dass ich hier Bullshit erzähle, auf dem Index war. Oder dass es wieder vom Index runter ist. Ja, Dying Light. Da ist auch ein zweiter Teil schon vor einiger Zeit angekündigt worden, der leider aktuell noch in Entwicklung ist. Aber es wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern kann, bis er erscheint. Es könnte wahrscheinlich sein 2023, rechne ich mal damit. Und ja, da ich den Vorgänger nie gespielt habe und den jetzt schon seit einiger Zeit auf meiner Festplatte hatte und es mich brennend interessieren würde, ob dieses Zombie-Adventure irgendwas kann oder ob es einfach nur die Pest ist, bin ich mir noch nicht sicher. Lass es uns herausfinden. So, Escape, zurück zum Menü. Inhalt zum Herunterladen. Die Bossack-Horde. Was gibt's Neues? Extras, beenden. Ich würde mal sagen, Optionen. Die Grafikeinstellung noch gar nicht angepasst, aber Auflösung. Geht soweit klar. Alles ist drin, alles ist geil. Ist halt supported für Nvidia-Grafikkarten. Gut, dass ich AMD-Nutzer bin. So, spielen wir mal. Es gibt ja auch noch einen The Following. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Ich glaube, das gehört irgendwie zum Kampagne dazu. Ist irgendwie so ein erweiterter Modus, wenn ich mich nicht recht entsinne. Individuelle Karte spielen. Also das Spiel bietet auch die Möglichkeit, glaube ich, es im Koop zu spielen. Bin mir aber nicht aktuell sicher, wie das Ganze funktioniert. So, wir starten mal ein neues Spiel. Typ Einzelspieler. Neues Spiel. Normal. Story-Modus. Schwer. Albtraum. Ich denke mal, normal ist meine Kragenweite. Für den Anfang. Hab auch gehört, das Spiel soll nicht so leicht sein. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht.
Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an. Rückzug! Rückzug! Jade, Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Ich bin noch kein Zombie. Diese Kids von heute. Muss noch mal kurz was einstellen. Ja, manche Spiele spacken irgendwie im Vollbildmodus ein bisschen rum. Okay, mit WASD und D können sich bewegen, mit mittlerer Maus hat die Blickrichtung ändern. Kann ich? Wir befinden sich in einem gesicherten Bereich. Ach, wegen Waffe. Kann ich nicht. Ja, was ein Einstieg. Da sind wir einfach mal mit unserem Fallschirm runtergefallen und prompt kamen ein paar Leute, die uns Entschuldigung, auf die Fresse gehauen haben.
Nett eingerichtet sind die hier. Ich glaube... Boah, Entschuldigung, ey, Alter. Ist gerade echt nicht normal. Ich glaube, wir sind in Marokko, kann das sein? Ich glaube, so dürfte das hinkommen. Lauter Dosen, die Überlebenden schon aufgebraucht haben. Da ist noch ein bisschen Überlebensgedöns. Ja, wir müssen einen Informanten finden, der möglicherweise Hinweise auf ein Heilmittel hat. Und... ich habe das Spiel mal vor Ewigkeiten gespielt. Ich erinnere mich ganz dunkel daran. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Frag den Boss. Okay, frag ich den Boss. Guck mal, er setzt sich hin. Ja, das Spiel ist gepublished von Warner Brothers. Der rundschaumende Kreis auf der Minikarte kennzeichnet dein Ziel. Okay. Hier kann ich nicht durch. Das ist mit einem Fahrradschloss versehen. Was steht da? Sickbay. Es soll auch eine sehr tolle Geschichte haben, das Spiel, das weiß ich noch, aber... 31, das ist deine Nummer. Ich erinnere mich grob noch daran, als ich das damals gespielt habe, ich glaube auf der PS4 war es, dass es schon recht... richtig übel ist. Ich glaube auch sehr explizit, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Salma. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Der spielt mit seiner Dose rum. 31 Infizierte und nur noch 7 Kuriere. Wir wissen auch noch gar nicht, was abgeht. Scheiß auf Ruhe, jetzt kriegt der Amirs Antizin. Mal gucken. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Und du bist? Crane, 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Natürlich haben die Überlebenden hier mehr Plan, was abgeht, als wir. Headquarters 190. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Okay, die deutschen Sprecher sind so semi-professionell und gut. Ich kann mich noch echt an den Trailer erinnern zu dem Spiel, der richtig, richtig geil aussah. Aber am Ende sah das Spiel halt nicht so aus, wie man sich erhofft hat. Wieder das Poster. Jade, das Scorpion, Aldemir. Meet the 3-time knock. Ne, Kickboxing World Champion. I run Kings Hall. 3. Mai 2014. Ein Katzenbild. Sieht ein bisschen aus wie meine Katze. Warum schwanken wir so? Ich finde es immer weird, wenn irgendwelche Bilder rumhängen von wirklich realen Orten oder Personen in einem Videospiel. Ich finde das irgendwie ganz strange. Ist das ein Sitzkissen? Ja, wahrscheinlich. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl... eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich.
Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock, könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss, bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Okay. Netter Zeitgenosse, wir haben unser Funkgerät zurück. Was? Zombie Bites? See coming. Say something. But that means they must also... Oh, schon weg. Loud noises attract zombies. Be quiet or you'll buy it. Oh, das mit diesen Zeichnungen, Alter. Das ist so... Oh Mann, ey. Schön. Geil. Wahrscheinlich medizinische Vorräte. Ja, grafisch-technisch kann sich das Spiel echt sehen lassen. Ist ganz, ganz gut. Ich bin nicht faul. Ich bin nicht faul. Wir geben sich in den 13. Stock und suchen sie nach dem verschollenen Überlebenden. Okay. Wir sind im 19. Stock, also downstairs. Hm, wie geht's denn runter eigentlich? Ah, guck mal hier, der Gang ist auf. Gibt's hier eine Art Aufzug oder so? Der Marker zeigt zwar nach oben, aber der 13. Stock... Kennst du das? Was sagt der Zombie zu seiner Begleitung? Bitte, hör mit den dummen Witzen auf. Ach, komm schon. Was hat er Exit. Workshop. Können wir nicht rein? Guards. Headquarter. Ah, die bewachen wahrscheinlich das Treppenhaus. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Es wird eklig, mir schwart übles. Oh Gott. Hier sind ja einige draufgegangen. Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Oh yeah, wir haben eine Waffe. Geben Sie sich in den 13. Stock, helfen Sie den Überlebenden. So, jetzt haben wir auch eine Lebensanzeige. Ah, Gott, ey. Soweit ich das noch weiß, gibt es hier in dem Spiel halt auch einen aktiven Tag-Nacht-Wechsel. Und ich glaube, nachts kommen besonders viele Infizierte. Plus, es gibt ganz besondere Gegner, die das, glaube ich, auch mit einem Schlag irgendwie töten können. Und es gibt wenig Heilung in dem Spiel. Also, kann auch sein, dass ich mich komplett irre, aber das war so das, was ich noch in Erinnerung habe. Klebeband. Genau, und Crafting gibt's hier auch. Ich erinnere mich, ja. Kann sich auch Sachen zusammenstellen. Jedoch weiß ich nicht mehr, ob Waffen auch kaputt gehen können.
Aber ich denke mal, das werden wir früher oder später noch herausfinden. Ich glaube, das in der Mitte ist eine Art Ausdaueranzeige. Wenn die Ausdaueranzeige leer ist, können wir nicht mehr zuschlagen. Ich kann den Fernseher nicht zerstören, aber warum? Das ist nicht nett. Da ist auch zu. Unsere Waffe hat anscheinend ein Verfallsdatum. Er hat mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße, 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. So, Sie haben gelernt, ein Medikit herzustellen. Finden Sie Mull und Alkohol, um ein Medikit herzustellen. Okay. Wo können wir mal... Drücken Sie die Tele, um Taschenlampe ein- und auszuschalten. Ich glaube, die hat auch eine begrenzte Batterie oder so, ne? Drücken Sie Q, um die Umgebung abzusuchen. Ah, ja. Wie war das mit Tee, Taschenlampe? Okay. Metallteile. Nicht das unbedingt, was ich brauche, aber... Könnten wir vielleicht auch noch gebrauchen. So. Klebeband. Hier ist auch noch was. Nägel. Hier soll sich auch noch was befinden. Könnte denn hier von Bedeutung sein? Gerade gesehen, auf E können wir treten. Auch sehr von Vorteil. Ah, hier im Kühlschrank. Da haben wir den Alkohol. Mull fehlt mir halt noch, ne? Ich nehme mal stark an, Mull gibt's hier drüben. Noch mehr Klebeband. Und wenn hier nichts drin ist, weiß ich auch okay, nicht. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. So, jetzt haben wir hier Entwürfe. Okay. Basiswaffen. Kaiserin. Machete. Paris-Waffe. Reichsmachete. Machete. Halbautomatische Schrotflinte. Rostiger Stachel. Vergessen Sie nicht, nach dem Einsatz eine neue Markierung einzuritzen. Reduzierte Menge 1. Okay, Sandsturm, Hitzewelle. Spaßbremse, das klingt geil. Basiswaffen, Zweihandhammer. Dann brauchen wir noch Komponenten. Klinge, Metallteile, Nägel, Klebeband und gemeine Pflanze. Das ist ja geil, was man hier alles herstellen kann. Das sind DLC-Waffen. Okay, gute Nacht. Fleischwolf. Wachtmeister, dicke Lippe. Alter. Okay, stellen wir das erstmal zuerst her, das Medikit. Jungsche Fragestelle, selbst will gelernt sein. Okay, haben wir. Medikit, alles klar. Sonst noch irgendwas von Belang hier? Können die noch reingucken? Der rennt uns ja nicht weg. Blechdose. Nichts drin. Thank you.
So, ich hab das, was du brauchst. Ja, das sieht ja übel aus. Auch das Geräusch. Okay, wer ist verletzt? Der blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Aber gerne, du. 250 Erfahrungspunkte. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Danke. Sprechen Sie mit Ramid. Rahim. Wo ist er? Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Rahim ist oben. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Es muss einen Weg nach draußen geben. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Wer so eine Schwester hat, braucht keine Feinde. So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Okay, alles klar. Dann gehe ich mal in mein Zimmer. Zieh mich mal um. Da hockt jemand in meinem Zimmer. Hallo? Kann ich mich mal allein umziehen? Spielversteck. Tipp, wenn das ihr was? Das ist ihr Versteck. Hier können sie sich umziehen und Dinge lagern, die sie gerade nicht benötigen. Wenn sie als Überlebender höhere Ränge erreichen, erhalten sie Zugang zu neuen Outfits. Frag mich, warum man in so einem Spiel ein Level-Up-System braucht, aber na gut. Lager, Blechdose. Medikit. Habe ich ein Medikit dabei? Oh. Outfit. Ninja-Outfit. Outfit Crash-Dummy. Crash-Test-Dummy. Special Agent Outfit? Okay. Urban Explorer Outfit. Welches brauche ich denn jetzt? Herunterladbare. Kann ich das hier haben? Das gefällt mir. Eigentlich waren sie wahrscheinlich drauf frische Kleidung. F7. Outfit des Ödlandreiters. Okay, auch sexy. Muss ich das jetzt anziehen oder kann ich auch das Ninja-Outfit behalten? Gut, Rahim, ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch.
Du musst zum Fitnessbereich. Okay. Also ich kann jetzt die Treppen hoch. Geht das? Ah ja, guck mal, der Schrank ist weg. Der hier? Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Du hörst wohl nie auf. Wie steigt ein Zombie eine Treppe runter? Er fällt. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Sie benötigen die Sprungtaste Leertaste für vertikale Bewegungen. Schauen Sie eine Kante an und halten Sie die Sprungtaste Leertaste gedrückt, um sie zu greifen. Sie können diese Aktion während des Gehens, Laufens, Springens oder Fallens durchführen. Okay. Dann lernen wir erstmal so die Basics. Sollte sich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Schon nett gemacht hier. Ah, die Brücke ist kaputt, aber sieht schon recht ansehnlich aus, die Stadt. So von der Vision und Grafik her. Hier weht auch ein starker Wind. Anscheinend. Okay, hab's geschafft. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist doch reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann fall ich einfach mal. Scheiße! Scheiße! Die ganzen Müllsäcke. Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Okay, das ist ja jetzt bisher ziemlich noch geradlinig und nicht so schwer. Das können wir schon aus anderen Action spielen. Leertaste gedrückt, um zu greifen. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Neuling. Damit hast du wohl nicht gerechnet, ne? Also gut, rauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Ende. Ah, au. Ich hab mir die Beine gebrochen. Ob es hier auch ein Schadensmodell gibt, was pro Dings zählt, pro, Körperteil? Seh dich hoch, Mann.
mein Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Bauen Sie den nebelfindlichen Sprung, halten Sie mit an und dorthin zu springen. Ah, okay. Die Basissprungtechniken lernen wir jetzt quasi. Yay. Gut gemacht. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Wie soll ich denn da hochkommen? So hochspringen, das kann ich nicht. Okay, verstehe. Hier so, da. Na komm, hoch mit dir. Halt dich fest. Kletter, kletter, kletter. Drahtseilakt. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Da hast du mich ja wohl falsch eingeschätzt, mein Freund. Okay, zum Kran. Komme ich denn an den Kran hoch? Geht es hier? Nee. Ah, hier oder was? Nee, von hier kam ich. Ach so. Ach. Bin ich hier runtergefallen. So, und jetzt wieder zurück. Zum Henker. Crane, sag doch was. Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Ach, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Okay, wahrscheinlich weil wir infiziert sind. Aber wir verlieren unsere komplette Ausdauer. Holy shit. Das ist nicht gut. Wow. Renn mir doch nicht ins Gesicht. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay, danke. Gut, aber mit dieser wundervollen Sicht auf die Berge, glaube schon, einer kleinen Stadt in Marokko, verlassen wir das wundervolle Dying Light. Und in der nächsten Folge geht das hier weiter im zombieverseuchten, ja, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt genau. Und unser Auftrag ist immer noch, eine gewisse Person zu finden, die unser Kontakt sein soll.
auf der Suche nach einem Heilmittel. Also dann, wenn ihr wollt, lasst gerne einen Kommentar oder ein Däumchen nach oben da und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Dying Light.